Finde ich super die Frage. Wonach hast du als letztes auf deinem Telefon gesucht? Ach du Scheiße. Ah. Bei Papi dürfen sie lang aufbleiben, die Kleinen, und bei Mama ist alles fett. Ja. Willst du dann Schluss machen? So, ich dachte, wir knüpfen mal an unser erstes Blind Date an und stellen uns mal gegenseitig ein paar Fragen. Das ist eigentlich nochmal eine gute Möglichkeit, sich kennenzulernen. Du kennst die Fragen aber auch noch nicht, oder? Ich kenne die auch nicht. Ja, das ist gut. Zieh ich mal die erste. Welche Angewohnheit deines Gegenübers bringt dich aus der Ruhe? Okay, da fällt mir sofort einer ein. Also. Wenn wir schlafen gehen wollen und uns Bett ready machen und ich schon im Bett liege, hängst du dann aber noch eine Stunde am Handy in der Küche, weil... Nee, es liegt nicht am Handy, ich esse dann immer noch mal was. Ich esse immer sau spät und sau viel und dann, okay, verstehe ich, dann liegst du schon im Bett und dann... Ja. Okay. Das nervt mich. Also gut, du würdest gerne früher schlafen gehen. Ja, ich würde gerne früher schlafen gehen. Um 8. Dann gehen wir heute mal um 8 ins Bett, versprochen. Nein, um 8 nicht. Um 10 oder um 11. Was ist das Erste, das dir einfällt, wenn du an deinen Gegenüber denkst? wirklich an dein süßes Lächeln. Und wenn du so, ah, was? Okay. Das ist gut. Danke. Nächste Frage. Ich gebe mir hier die Deep Talk-Fragen durch. Was war das prägendste Ereignis in deinem Leben? Das prägendste Ereignis in meinem Leben? Willst du es denn sagen? Hier. Oder willst du es mir später ins Ohr flüstern? Es gibt viele prägende Ereignisse in meinem Leben tatsächlich, also nicht nur eins. Ja, das weiß ich. Das eine ist die Trennung von meinen Eltern, das war sehr prägend. Prägend. Prägend für mich, genau. Viele. Also auch eine Trennung und ein Umzug von der Heimat nach Aachen tatsächlich. Prägend war auch, dass ich meinen Job gekündigt habe letztes Jahr. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wonach hast du als letztes auf deinem Telefon gesucht? Google-Suche. Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken. Ach du Scheiße. Ah, was war das? Anatomie, Fibula-Köpfchen, Gastrocnemius. Ich habe ein bisschen Anatomie gelernt. Tatsächlich, wirklich. Ist gleich aufgesprungen. Cool. Okay, next one. Da kommt wieder der Sportler durch. Mhm. So. Denkst du, du kannst ein guter Elternteil sein? Und warum? Wer ist denn eine gute Mami? Ich glaube, ich wäre eine gute Mutter, aber auch eine strenge Mutter. Also beim Papi dürfen sie lang aufbleiben, die Kleinen, und bei Mama ist ab ins Bett. Ja, bestimmte Werte möchte ich denen einfach vermitteln und da wäre ich, glaube ich, schon streng. Ja, das ist ja auch gut. Bestimmte Werte sind ja auch wichtig. Ja. Okay. Lies kontextlos deine letzte WhatsApp-Nachricht vor. Boah, das ist ja wie in dem Film. Das ist ja wie in dem... Finde ich super die Frage! Ja, los! Hast du die selber reingeschaut? Oh, das ist ja echt eine Frechheit. Okay. Tatsächlich, also ich habe es gerade aufgemacht. Hallo Dennis, Ralf würde morgen ein Bild von euch zusammen machen und den Artikel dann am Donnerstag erscheinen. Passt Samstag 12 Uhr im Enjoy für den Fototermin. Das war meine letzte... Hast du noch Glück gehabt. So. Lass mich in dein Nachtkästchen schauen. Mein Spaß, das war jetzt. War ein Spaß. Ich dachte schon. Welche 5 Gegenstände hast du in deinem Nachtkästchen versteckt? 5 Nein, das war ein Witz. Warum machst also, du mich? Weil du gerade meine letzte WhatsApp gelesen hast. Gibt es Charakterzüge an dir, die du versuchst zu verstecken? Auch interessant. Also in der Bachelor-Show habe ich schon versucht, bestimmte Charakterzüge von mir zu verstecken, ja. Nämlich so das freie Schnauze, direkte, weil das einfach nicht immer gut ankommt. Und ich manchmal auch Menschen damit verletze, die mich nicht kennen. Deswegen habe ich dahingehend aufgepasst. Und ja, ansonsten... Ja, einmal hast du rausgehauen, dann ging es gleich in Diskussion. Aber das hast ja dann gut erkannt und gelöst. Genau. Ja, ansonsten bin ich bei fremden Menschen so ein bisschen... dass ich erstmal gucke und abwarte. Okay. Ja.
Wie würdest du damit umgehen, wenn deine Eltern deine Partnerin nicht mögen? Oh, das wäre tatsächlich echt schwierig für mich. Also meine Eltern sind mir natürlich sehr, sehr wichtig. Ich habe einen engen Bezug zu meinen Eltern und wenn da jetzt Schwierigkeiten wäre... Würdest du Schluss machen? Nein, ich würde versuchen, dass man da die Brücke schlagen kann. Also ich denke, es gibt ja meistens, wenn dann Gründe, also meine Eltern würden dich jetzt, also A, mögen sie dich ja, Gott sei Dank. aber wenn es jetzt, wenn man jemanden nicht mag, dann gibt es ja meistens Gründe dafür und die kann man ja vielleicht auch auflösen. Aber haben wir ja nochmal Glück gehabt, die mögen dich wirklich sehr, sehr gern. Sehr gut. Inge und Harry. Hallo. Hallo.